Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Holzfenster streichen. Natürlich von außen. Solche Fenster müssen alle 5 Jahre ungefähr gestrichen werden. Und wer das Ganze von außen behandeln kann, der kann das Ganze natürlich dann auch von innen. Und ich möchte dir zeigen, worauf du achten solltest. Vor allem, wenn du jetzt weiße Silikonnähte hast, wie du die wieder sauber bekommst und wie du so ein schönes Fenster von vorne bis zum Ende picobello streichen kannst. Ja, und alles, was wir benötigen quasi, ist eigentlich hier in diesem kleinen Karton drin. Ne? Farbe, Abklebeband, Handschuhe, natürlich noch etwas Malervlies, damit wir das Ganze vor Farbspritzer schützen können. Denn der Grund, warum ich das Ganze streiche, ist, wir hatten vor 2 Jahren ungefähr diesen Holzboden hier frisch gereinigt und neu geölt. Und dann kam der nächste Schauer und dann ist das Öl, was noch nicht abgetrocknet war, ist quasi gegen das Holzfenster gespritzt und natürlich auch gegen den Flügel und gegen den Rahmen. Und das Ganze muss sich jetzt beheben. Unter anderem sind natürlich auch die Silikonnähte verschmutzt und so weiter und so fort. Das Erste, was wir jetzt machen, ist den Boden mit Malervlies belegen. Das Malervlies sitzt und jetzt gehen wir dabei, die Fenster vorzubereiten. Also überall Spinnenweben solltet ihr entfernen, Schmutz auf den Fenstern solltet ihr entfernen. Und danach gehe ich bei, wir haben jetzt hier eine Silikonnaht. Also meistens wird das ganze Fenster bzw. immer mit Silikon versiegelt, einmal von innen und einmal von außen beim Holzfenster. Und wir haben jetzt hier natürlich, das Silikonnaht über die Jahre ist ein bisschen braun geworden. Da setzt sich, Poren ab, Dreck, Luft, Feinstaub. Dadurch werden die ein bisschen, grau, kann man sagen. Und es gibt, was ich entdeckt habe, es gibt einen Silikonentferner und das eignet sich sehr gut. Natürlich Obacht, das ist ja hier eine Silikonnaht. Nicht zu viel auftragen, sondern immer so ein bisschen in gesundem Maß. Und dann könnt ihr mit einem Zewa rübergehen und quasi die Silikonnaht befreien von Fetten und von Ölen und von Schmutz. Und das machen wir jetzt einmal ringsherum. Nachdem wir den Boden ausgelegt haben, fangen wir an mit dem Abkleben. Abkleben ist eigentlich nur für die, Laien oder Anfänger. Für die Profis, die brauchen natürlich nicht abkleben. Die gehen einfach bei mit so einem Pinsel und streichen halt wunderbar an die Silikonnaht entlang und einmal auch hier am Rahmen. Aber selbst ich als erfahrener Streicher, sage ich jetzt mal, oder Maler, klebe ab. Vor allem beispielsweise hier den untersten Sockel bzw. die Blechverkleidung hier, den Wetterschenkel. Das sind alles so Sachen, wo es mal drauf tropfen kann und dann klebe ich das Ganze hier ab, um einfach vorzubeugen. Da gibt es jetzt hier blaues Klebeband, das ist speziell für den Außenbereich. Gibt es natürlich auch hier in unterschiedlichen Breiten und Längen. Ich benutze immer dieses hier, eine breite Rolle und eine schmale nachher. Und in der Zwischenzeit, wo ich jetzt hier abklebe, kann ich euch nur empfehlen, macht das wirklich sehr, sehr gründlich. Umso gründlicher ihr das macht, umso mehr Zeit ihr euch nehmt, umso schöner wird dann am Ende das Ergebnis. Natürlich könnt ihr auch frei Hand malen, ich kann das Ganze auch, aber ich habe einfach Bock, mal loszumalen und mir nicht so wirklich Gedanken zu machen, wohin die Farbe spritzt, beziehungsweise, da geht was daneben, du brauchst schnell ein Tuch oder einen Lappen, um das wegzuwischen. Und das mit den Silikonentferner, da tastet euch bitte nochmal ganz, ganz vorsichtig ran, denn ihr könnt natürlich den Lack beschädigen, ist jetzt in diesem Falle nicht so schlimm, weil wir das ja neu lackieren, aber der ist natürlich sehr angreifbar. Ne? Also nicht, dass ihr mit wild rumsprüht und auf einmal, oh Gott, das und dies und das färbt sich ab und geht kaputt. Das ist wirklich ein Reiniger, ein Entferner. Im Übrigen gibt es auch bereits Abklebeband mit einer Folie. Das heißt, ihr klebt das Ganze ab und könnt die Folie ziehen. Ich bin nicht so ein Fan davon. Also ich verwende es auch ab und zu mal, aber am Ende habt ihr einfach Folien, Plastikmüll produziert. Und dieses System lässt auch zu wünschen übrig, beziehungsweise das war eine sehr, sehr günstige Rolle für 1 Euro. Und das Kreibband, das klebt nicht wirklich ab. Dementsprechend sieht am Ende auch das Ergebnis aus. Aber damit ihr es wisst, sowas gibt es auch. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir unsere Oberfläche vorbereiten. Ihr seht jetzt hier, ich habe das Ganze nicht abgeklebt, denn ich werde das jetzt mal verwenden oder versuchen, frei Hand zu malen. Aber wie gesagt, für Einsteiger oder Anfänger empfehle ich euch, das Ganze mal abzukleben. Ich habe jetzt eine Seite abgeklebt, die andere nicht. Wir gucken uns nachher mal gemeinsam das Ergebnis an.
Jetzt müssen wir die Oberfläche so leicht anrauen. Ich nehme dafür ganz gerne immer hier so ein Vlies. Das werde ich euch unten mal auch verlinken. Oder solche Schleifschwämme von 60er, 120er, 180er Körnung. Die Schleifschwämme fungieren wie so ein Schwamm. Das ist einfach mein 180er. Und den könnt ihr dann ansetzen und dann könnt ihr ja, das Ganze ganz leicht anrauen. Natürlich die Silikonnaht nicht berühren und auch nicht damit aufs Glas kommen. Denn wenn ihr damit aufs Glas kommt, beziehungsweise das Glas anschleift, dann habt ihr wirklich Kratzer und die kriegt ihr nie wieder weg. Deswegen eventuell doch das Ganze abzukleben oder abkleben. Und damit ja, schleifen wir, rauen wir quasi die Oberfläche auf. Ihr seht es auch hier anhand des Schwammes, dass jetzt hier ja, ein bisschen Schleifstaub drauf ist. Und das machen wir mit der gesamten Holz, also mit dem gesamten Fensterrahmen und Flügel. Ich empfehle euch einfach hier beispielsweise, wenn wir das, den Schiebeflügel mal aufmachen, ich werde es jetzt nur hier anschleifen, das heißt die Front, die Kanten drinne werde ich nicht lackieren, weil man die meistens nicht sieht und das solltet ihr eventuell machen in einer Jahreszeit, wo es ein bisschen wärmer ist, dann lasst ihr das Ganze nämlich offen, streicht das, lasst es bitte 6 bis 12 Stunden trocknen und dann macht ihr das Ganze erst zu. Wenn ihr es nach 1-2 Stunden der Meinung seid, hey, der Lack ist trocken, ihr macht es dann zu, verschließt das Ganze, es gibt ja einen gewissen Anpressdruck bei Fenstern und nächsten Tag macht ihr das Ganze auf und dann hört ihr nur einmal, entweder kriegt ihr den Flügel nicht auf, weil das Ganze miteinander verklebt ist oder es knackt einmal und ihr habt ihr entweder hier den anderen Flügel hier dran oder die Farbe ist einfach ab. Ne? Ich werde das jetzt so machen, dass ich das Ganze so lackiere, also nur die Front. Beim Schleifen solltet ihr natürlich auch die Runden und die Ecken nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die auch leicht angeschliffen werden, denn da hält der Lack am wenigsten und irgendwann wird er euch da abgehen. Wenn ihr dann irgendwie Stellen entdeckt, die offen sind oder ihr Macken findet, das Ganze könnt ihr versuchen, mit dem Schleifpapier mit etwas gröberen wegzuschleifen. Oder ihr müsst das Ganze dann spachteln. Es gibt speziellen Holzspachtel, einen Zwei-Komponenten-Spachtel beispielsweise, den ihr auftragt und der trocknet recht schnell. Danach müsst ihr eventuell mit einem Schleifgerät mal rüber, damit ihr wirklich eine schöne gerade oder plane Oberfläche habt. Wenn ihr das nicht macht, kann es sein, dass ihr später dann die Spachtelstelle seht. Wenn wir die Oberfläche geschliffen haben, gehen wir auch bei und entstauben das Ganze. Ihr könnt dazu einen Pinsel nehmen oder einen Staubsauger oder ihr nehmt einfach hier Druckluftspray. Das nehme ich immer ganz, ganz gerne für mein Kamerazubehör oder wenn ich jetzt irgendwie Fenster warte oder einstelle. Und das ist einfach ein Spray, ja, was in der Druckluftdose bzw. in der Dose gespeichert ist. Und damit könnt ihr wunderbar einmal kurz drüber gehen und dann ist die Fläche auch staubfrei. Und jetzt kommen wir zu unserem Lack. Natürlich RAL 16, das ist weiß. RAL 10 ist beispielsweise altweiß. Ich denke mal, weiß passt hier ganz, ganz gut hin. Von Adler auf Wasserbasis, Varicolor. Und das Ganze ist ein universaler Grund- und Decklack für innen und außen. Sprich, ihr könnt damit auch in drinne eure Fenster streichen oder lackieren, je nachdem. Ich werde das Ganze jetzt mit einem Pinsel auftragen. Natürlich, wenn ihr eine größere Fläche habt, könnt ihr auch eine Rolle verwenden. Vorweg das Ganze gut durchrühren. Ihr seht hier, hier oben hat sich der Lack so ein bisschen abgesetzt. Sprich ungefähr 3 bis 5 Minuten das Ganze verrühren. Jetzt können wir das Ganze auch streichen und das machen wir natürlich mit einem Pinsel. Ich verwende jetzt hier einen sehr hochwertigen Pinsel, denn ich verwende den immer und immer wieder. Deswegen investiere ich gerne 1 Euro mehr. Ich wollte gerade sagen Mark, aber 1 Euro. Und ja, dann muss ich das Ganze auch nicht wegschmeißen nach dem Verwenden. Ich fange jetzt mal hier an mit der abgeklebten Stelle. Natürlich ist hier auch weniger mehr. Und ich werde jetzt so streichen, dass ich erst quer streiche. So, hier ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe ja abgeklebt, kann ja nichts passieren. Und dann gehe ich hier hoch mit den Rahmen quasi und male dann hier auch wieder quer, dass das Bild vom Holz, dieser Stoß, dass das einheitlich wirkt. Und wenn ihr da mitten im Geschehen seid, ist natürlich darauf zu achten, dass ihr, wenn ihr die Farbe auftragt, natürlich nicht zu viel, unterschätzt bitte das Ganze nicht. Streicht das Ganze lieber 2-mal, bevor ihr jetzt einmal dick auftragt und dann fängt das an zu laufen. Dann habt ihr so kleine Läufer oder auch Nasen genannt und die müsst ihr dann später, wenn die Farbe durchgetrocknet ist, wieder abschleifen. Und dann kann ich euch empfehlen, bei Holzfenster, je nachdem, wenn ihr eine deckende Farbe habt, das Ganze einmal grob vorzustreichen, wie ich jetzt hier. Ich mache euch das mal kurz vor. So.
Und dann einmal lang über die gesamte Fläche, damit wir ein einheitliches Bild dann haben. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Fenster auch nochmal abzukleben, denn das geht einfach viel schneller, wenn ich es vernünftig abklebe. Und dann tut mir einen Gefallen, wenn ihr das Ganze abklebt, klebt bitte nicht nur die Scheibe ab, wie jetzt hier in diesem Fall, und malt das Silikon über. Das Silikon, also darauf haftet die Farbe am Ende nicht. Die Farbe blättert irgendwann ab und dann kriecht natürlich Feuchtigkeit, Schmutz hinter die Farbe und irgendwann blättert die gesamte Farbe am Flügel ab. Macht es so, dass ihr das Silikon mit abklebt und ich versuche immer, das Ganze vorsichtig anzudrücken und dann im Ganzen runterzugehen. Natürlich bei den Eckpunkten nicht, aber so habe ich nochmal die Möglichkeit, das Kreppband abzuziehen und nochmal neu anzusetzen. Wenn ihr das Ganze geklebt habt, geht bitte nochmal bei mit dem Finger und drückt das Ganze schön fest an. Und noch ein Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird, ist, dass man die Farbe dann trocknen lässt bis zum nächsten Tag oder vielleicht sogar 2 Wochen lang und dann zieht man das Kreppband ab. Würde ich nicht machen, das Kreppband irgendwann, es ist ja ein Klebstoff dahinter und irgendwann setzt er sich wirklich fest oder die Farbe trocknet fest und nachher ziehst du nachher die Farbe mit ab. Denn mein Tipp, ganz einfach, wenn du fertig gestrichen hast, ich bin jetzt das zweite Mal hier rüber gegangen und dann werde ich auch jetzt nach 5 Minuten das Kreppband entfernen, um genau den Fehler zu vermeiden. Ja, und das war auch das ganze Geheimnis beim Thema Streichen. Wichtig ist halt schön längs zu streichen, damit du nachher ein einheitliches Bild hast. Und ansonsten war es das eigentlich. Ne? Keine große Sache, wie ich finde. Natürlich sehr, sehr zeitintensiv und es geht in die Arme. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn du das Video jetzt bis hier angeguckt hast, dann erstmal recht herzlichen Dank, denn dann hast du das Streichen oder das Prinzip verstanden. Hoffe ich zumindest. Wenn du wissen möchtest, wie du beispielsweise jetzt Silikonnahten rausschneiden kannst und dann neu ziehst, das zeige ich in einem anderen Video, oder wie du einen Balkon aufhübsch mit wenig Mitteln, beispielsweise jetzt hier diesen Balkon, wie du einen kleinen Miniteich baust, wie du eine Sitzgruppe baust und so weiter und so fort. Unten in der Videobeschreibung findest du nicht nur das Material und das Werkzeug, sondern auch ganz, ganz viele Videos von mir nochmal verlinkt, passend zu diesem Thema. So, ich würde sagen, ich mache jetzt weiter und schaut euch mal das Endergebnis an. Und dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen und mir sagen, wie ihr dieses Video fandet. Das hilft vor allem mir und vor allem die neuen Zuschauer, die sich das Video anschauen.